So Leute, heute im Test für euch die Feuerringe von Xplode und die Feuerringe von Nico. Jeweils 10 Stück in der Verpackung. Die Feuerringe von Xplode schon eigentlich recht komisch aus. Schaut aus wie eine Zündschnur. Totale Augenkrebsfarbe. So, das kommt gar nicht so rüber. Ein kleiner Plastiknubbel dran. So. Und die von Nico. Schon aus so wie Regenbogen. Farben. Naja, auch so Art Zündschnur. Okay, lassen wir uns überraschen. Achso, die Bodenwirbel. NEM. Von Nico ca. 8,4 und von Xplode NEM ca. 15 Gramm. Okay, das Ganze in F1, ja, und dann ab zur Zündung. So, für euch jetzt hier am Abbrenner die Feuerringe von Nico und von Xplode. Mal zwei hier ausgepackt und den Rest machen wir dann auf Schlag. Das Ding von Nico. Feuerring. Na, will er oder will er nicht? Doch, er will. Ja. So, jetzt einen von Xplode. Die schauen so aus. Wow, die hat schon mal eine Silberne Silber. Und die dreht sich auch. Sehr schön. So, geben wir Nico nochmal eine Chance. Ja, gut. Ja, wollte oder wollte nicht, sondern jetzt noch mal eins von Xplode. So, die machen zwar sogar abgehoben. So, jetzt machen wir die mal von Xplode alle hin. Ja. Schön. So, und jetzt machen wir die von Nico. Ach, gibt es noch eine? Die müssen wir natürlich noch verzündeln. Ne? Da liegen sie halt nichts. Die schauen richtig schmuck aus. Blub. So, und jetzt die von Nico. Oder ob sie nicht. Ja gut, die Drehs haben sie ja so und so nicht. Ist mir so Massenvernichtung. Okay, über Abos, Likes, Kommentare würde mich sehr freuen und freut euch auf die nächsten Videos. Ciao, ciao.